Skylights, insgesamt 10 Raketen sind hier enthalten für 3,30 Euro. Trotz der geringen Größe. Okay. Nee, die Nummer 5 sind die Raketen. Du willst jetzt die 6 machen, die Skybombs. Okay, wir schießen jetzt irgendwas, der Kunde merkt das nicht. Okay. Ich schieße einfach, wir werden sehen, ob es Raketen sind oder Single Shots. Ich erkläre das dann noch schnell. Es sind die Raketen, liebe Freunde. So, von der Optik her relativ kleine, unscheinbare Raketen. Sieht man auch am Preis, nicht allzu teuer für 10 Stück, aber effektmäßig für eine Rakete ganz ordentlich. So, dann sollten wir jetzt zur Position 6 kommen, die Skybombs. Das ist ein Sortiment mit 5 verschiedenen Single Shots, mit 5 verschiedenen Effekten. Wir schießen auch die jetzt alle 5 zügig nacheinander. Auch hier mit 3,10 Euro für 5 Single Shots relativ preiswerter Artikel. Der letzte sogar mit bodennahem Effekt, die nochmal teurer sind. Dann kommen wir schon zu den Neuheiten im Batteriebereich. Wir schießen die ganze Geschichte hier preislich aufsteigend. Wir beginnen mit der preiswertesten Neuheit, der Position 7 auf ihrer Liste, der Starlet. Eine 54-Schuss-Batterie mit Multi-Effekt-Fächern in einer preiswerten Einstiegspreislage, Renndauer ca. 30 Sekunden und Kaliber 15 mm. Dann mit der Position 8, der Artikel Wolkenwitzer, eine 30-Schuss-Doppeleffekt-Volt-Batterie, Brenndauer ca. 30 Sekunden, Kaliber bis 20 mm. Dann die Position 9 auf der Liste, die 88-Schuss-Batterie Blaster, 200 Gramm Netto-Explosivstoffmasse,
teilweise Fächer voll mitgeschossen, Knisterkometen gefolgt von kleinen Wolkenpeaks. Wir befinden uns immer noch im relativ preiswerten Einstiegsbereich. Die nächste Batterie ist die Position 10 und 95 Euro. Guter Preis, die Batterie Robotron. 42 Schuss, auch hier knapp 200 Gramm NEM. Hier haben wir Gegenständbouquets mit Goldflimmer kombiniert, zusammen mit leuchtintensiven Feuertöpfen, teilweise gefächert geschossen. Position 11, Artikel Stardrop, ebenfalls eine Fächerbatterie mit 85 Schuss, hier 260 Gramm NEM und 35 Sekunden Brenndauer, farbige Kometen kombiniert mit Popping Stars und Linksternbuffets. Dann die Nummer 12 auf Ihrer Liste, der Artikel Ninja-Fighter, eine 21 Schuss Fächerbatterie mit goldenen Blinksternbouquets und roten Sternen. Und das alles bis Kaliber 25 mm. Dann die Position 13, die 10-Schuss-Batterie Höllenblitz. Hier maximal erlaubtes Kaliber 30 mm mit knapp 250 Gramm Nettomasse. Die Batterie schießt 10 Schuss in 4 Stufen, kann ich schlecht erklären. Muss man sehen. Schöne Geschichte. Bitte schön. Thank you.
eine sehr interessante, etwas neuere Effektkombination. Dann die Position 14, die 27 Schuss Batterie Bulletproof, hier auf Viskaliber 30 mm, 445 Gramm NEM, also schon relativ hoch. Große Chrysanthemen-Bouquets kombiniert mit langsam fallenden Sternen. Sieht sehr schön. Batterie, die Position 15 auf der Liste, die 33 Schuss Nautilus. Hier NEM knapp 300 Gramm, Kaliber 25 mm. Große blaue Sternbouquets, immer kombiniert mit Flimmersternen. Mit der Position 16, die 50 Schuss Batterie Blazing Beast. Hier 467 Gramm NEM bis Kaliber 20 mm. Silberblinker Feuertöpfe kombiniert mit Salven aus Goldweiden und Popping Stars. Nächste Neuheit, wieder im maximal möglichen Kaliber 30 mm, die Position 17. 30 Schuss, die Batterie heißt Himmelsschwärmer. Hier haben wir eine XXL-Ritter-Effekt-Batterie mit Pfeifeffekten, wobei die Pfeifen finde sogar ich nicht besonders nervig, die gehen. Ich bin selber auch ein großer Fan von Pfeifen, aber die kann ich akzeptieren. Dann kommt mit der Position 18 die erste Neuheit an unserem Lieferanten der Pyro-Batterie. Die Celtic Knights, 19 Schuss in Kaliber 30 mm. Hier haben wir große Blinkstern-Bouquets mit Glitter-Effekten in Gold und Multicolor. Thank you.
Dann kommt wieder eine neue Fächerbatterie, die Position 19, die gucken wir. Hier ebenfalls maximal möglichstes Kaliber 30 mm, 470 Gramm NEM, also auch fast Maximum, 500 Gramm dürfen wir. 35 Schuss, immer doppelt abgeschossene, große Fliegenstern-Bouquets in Multicolor. Dann wieder eine Pyromont-Neuheit, die Position 20 auf der Liste, die 25 Schussbatterien Witches. Auch hier die fast maximal möglichen 500 Gramm NRM ausgenutzt, dann über 30 mm. Große Blinkstern-Bouquets in Gold und Silber, kombiniert mit verschiedenfarbigen Bouquets. Was man aus den ganz normalen 1.4G-Batterien mittlerweile rausholen kann, mit maximal 5% Blitzsatzanteil, dann bin ich mir nicht sicher, wer noch 1-3 Batterien wirklich braucht. Ne? Ich finde die Rappen schon so ordentlich. Das sollte eigentlich reichen. Das muss man ran machen, weil es immer wieder die Diskussion um diese 1-3 Batterien gibt, letztendlich. In meinen Augen nicht wirklich viel lauter sind. Aber gut. Position 21. Eine weitere Pyromoden-Neuheit. Die 25 Schuss Batterie Sonic Boom, auch hier maximal NEM fast erreicht mit 478 Gramm, Kaliber 30 mm. Eine 25 Schuss Multi-Effekt Batterie inklusive großer Sonnenwirbel. Dann die Position 22, die Bumblebees, auch eine sehr, sehr schöne Batterie. Zwar nur 19 Schuss, etwas weniger NEM, aber auch hier Kaliber 30 mm. Große Blinkstern-Bouquets kombiniert mit effektvollen Schwärmern. Sehr interessanter Effekt. Thank you.
Dann die nächste Batterie, auch eine sehr, sehr interessante, schöne Effektkombination, die Position 23 Boombox. 42 Schuss in Kaliber 25 mm. Hier haben wir eine Fächerbatterie, teilweise abwechselnd in Fächersalven geschossene Knisterkometen und Linksternbefehle. Kurz und schmerzlos, aber schön. Dann die letzte Neuheit bei den Einzelbatterien. Hier wieder eine Batterie mit einer etwas längeren Brenndauer, 40 Sekunden, die Position 24. Ebenfalls eine Fächerbatterie, 55 Schuss, die Shatterdome. Hier haben wir die maximale NEM von 500 Gramm komplett ausgereizt. Feuertöpfe und große Goldbouquets kombiniert mit farbigen Sternen. Also viel mehr geht dann als Einzelbatterie. Schöne Sache. Dann haben wir auch in diesem Jahr wieder eine Reihe an Sonderposten. Die Bestellformulare habt ihr entweder eben schon bekommen oder liegen ansonsten auch noch ausreichend in der Halle drin. Bestellungen dann bitte möglichst kurzfristig, weil so viel haben wir nicht mehr. Ein paar sind auch schon ausverkauft, dann kommen sie aber später dazu. Ich erzähle auch nicht viel dazu, wir schießen jetzt relativ zügig durch. Wir fangen an mit der Position 25, Lupus. Dann die Position 26, die 36-Schuss-Batterie Chimera. Dann geht es schon weiter mit der Position 27, 64 Schuss, 200 Gramm NEM, der Artikel Toxic.
Dann die Position 28, ein Urgestein der Batterien, eigentlich schon ewig im Sortiment gewesen, aber irgendwann hat alles ein Ende. Die 10-Schuss-Batterie Mr. Universe in Kaliber 30 Millimeter. So, dann die Position 29, einer der absolut tollsten, super schicksten Posten überhaupt. Die war so toll, haben wir letzte Woche in Eifel leider ausverkauft, schießen wir nicht. Gibt es nicht mehr, könnt ihr streichen. Aber die wäre wirklich schön gewesen. Dann die Position 30, die 19-Schuss-Batterie Draconia, im Standardsortiment, manchmal auch als Thermanitor bekannt. Auch die segnet das Zeitliche. Die letzten Reste gehen jetzt weg. Bitte schön. Dann haben wir mit der Position 31 nochmal eine Fächerbatterie. Die 48-Schuss-Batterie Speed Metal. Dann eine Batterie mit langer Brenndauer 45 Sekunden, die Position 32, die 57-Schuss-Batterie. Danke. Die Position 33, ein Restposten mit sehr hoher NEM, 480 Gramm knapp, die 33-Schuss-Batterie Zyklon. Na, da ist ja Mini. Thank you.
könnt ihr bitte die nächste Position 34, die Boogie Nights, auch von der Liste streichen. Da haben wir die letzten Reste vergangenen Freitag in Altdorf beim Vorschießen ausgekauft. Wo wir übrigens nicht so viel Glück mit Wetter hatten. Wir hatten ein bisschen Schneesregen, ein bisschen Fisch, und da war das richtig ungemütlich. Das ist ja schon fast ein Urlaub hier heute. Fast. Machen wir weiter mit der Position 35, die 38 Schusslotterie Nighthawk. Einzelbatterie bei den Posten, Position 36, die 36 Schussbatterie Zodiac, auch hier maximal NEM nahezu ausgeschöpft. Bei den Posten noch vier Verbundfeuerwerke. Dann haben wir mit der Position 37 Thunderstorm, 145 Schuss hier insgesamt. Vier Batterien miteinander verleitet. Thank you.
Dann mit der Position 39 ein 3er Batterieverbund, die Führung vom Glied, 186 Schuss, verteilt und auch. Nachdem sich Großbritannien ja entschieden hat, unsere wunderschöne tolle EU zu verlassen, haben wir uns entschieden, London schon mal rauszuwerfen. Die Position 40, eine Führerkonzept, ein Führerkonzept verbunden mit insgesamt 10 Batterien, 462 Schuss, sehr lange Brenndauer von 160 Sekunden. Das alles ist dann über 19 Minuten. Thank you.
So, das war's dann mit der Rubrik Sonderposten für die Spiele kommen. Bevor wir mit den letzten Neuheiten im Bereich der Verbundfeuerwerke weitermachen, eine ganz kurze Bitte. Uns interessiert natürlich für jedes Jahr brennend, welche der Neuheiten euch gut gefallen haben, welche nicht so gut ankommen, was wie bewertet worden ist. Wir wären sehr dankbar, wenn ihr uns den Bögen ganz einfach hier lasst, Firmenname drauf, E-Mail oder Telefaxnummer. Die ganze Geschichte kommt gleich am Montag dann per Mail oder Fax zu euch zurück, gar kein Problem. Ist kein Muss, ist nur eine Bitte. Wäre sehr nett, wenn der ein oder andere oder am besten alle uns die Bögen hier lassen, damit wir so ein bisschen planen können, welche Mengen wir auch eventuell in China noch nachbestellen müssen. Das meiste also ist alles bestellt. Wir haben uns weiter schon das paar Highlights ausgezeichnet, dass wir die Menge erhöhen wollen. Um dann auch für die Leute spät bestellen. Es gibt sogar Leute, die bestellen spät, Europa, manchmal im November erst oder nach, wenn ich das habe. Also wie gesagt, wäre schön, wenn sie uns hier lassen. Dann machen wir weiter mit der Position 41, die Asgard, ein Dreierbatterieverbund mit 180 Schuss und 85 Sekunden Brennmauer, alles im Kaliber 15 mm. Mit der Position 42, ein Vierer-Batterieverbund, 167 Schuss, 530 Gramm LEM, hier ebenfalls 85 Sekunden Brenndauer, kann jeder 15 mm, nicht mal für Madness. So, dann steigern wir uns bei der NEM auf über 1000 Gramm, 155 Schuss. In Position der 43er auf eurer Liste, der 3er Batterieverbund, deines. Wir sind keine Schwuchteln. Ja, ich mache das voll in dem Video.
Auch ein schickes Finale. Dann die Position 44 auf der Liste, 1240 Gramm von der Emmy. Insgesamt 200 Schuss, Trendor, 70 Sekunden. Der Dreier war der Info und schon. Ja, die ist jetzt natürlich nicht ganz durchgebrannt, aber da seht ihr auch, wir ziehen nicht mit handgeklüppelten Jahren, mit geklüppelten Supermustern, sondern wirklich mit der Originalware, wie sein Spiel nach vorne. Da kann es halt in seltenen Fällen dummerweise mal passieren, dass einfach hier stehen bleibt. Deswegen haben wir alle in der Regel auch eine Zeitungsfindung, die der Kollege jetzt schon versucht. Ich versuche den Kindepreis auch. Wo ist alles? Der hat zugedacht. Geil, die Bürospuchte weggebombt. Kann dummerweise ab und zu mal in sehr seltenen Fällen passieren. Wir haben relativ wenig Reklamationen, aber jetzt noch die Geschichte rein. Bis auf den kleinen Fehler, sehr, sehr schöne Kombination von Batterien, tolle Effekte. Genauso schön, also noch ein bisschen schöner wahrscheinlich, die Position 45, die Beatmania, 139 Schuss, fast 2000 Gramm NEM, mehr dürfen wir nicht verleiten, hier in Europa nach CE, ein 4er Batterieverbund, teilweise gefächert. Ja, ist ja gemein.
Dann kommen wir zu der letzten Neuheit aus unserer Pyrotech Pro-Serie, die wir irgendwann umbenannt haben in Städtenamen, New York, Brüssel, London und wie sie alle hießen. Wir gehen jetzt nach und nach von diesen Städtenamen wieder weg und benennen die Dinger ganz einfach so, wie sie heißen. Pyro Concept 304, in dem Fall 304 Schuss. Wir ändern auch das Verpackungsdesign, die kommen jetzt alle in Hochglanz agierten. Weißen Schachteln, sieht sehr edel aus im Geschäft. Wie gesagt, ein großer Verbund mit insgesamt 8 Batterien, 304 Schuss auf hier knapp 2000 Gramm NDM. Relativ lange Brenndauer von 2,5 Minuten bis Kaliber 25 mm. So, damit wären wir dann am Ende der diesjährigen Produktpräsentation der Neuheiten. Erst einmal vielen lieben Dank an die Freiberger Kollegen, die das alles hier organisiert und aufgebaut haben.